Schweizer Land. Das verführt dich ins ganze Schweizer Leben, von ganz vielen Jahren zurück bis heute. Ich habe das sechste Mal gesehen jetzt und es ist immer noch gleich gut. Wunderbar, ewig gut. Lustigerweise war es für mich die Premiere, aber es braucht auch Leute, die es zum ersten Mal sehen. Und das war sehr schön. Ein Kaffee mit Schnaps, ein Jass und ein Stumpen gehört. Zuerst habe ich gedacht, gar nicht, jetzt wirklich schon zum vierten Mal das gleiche Musical schauen, aber es hat neue Sachen drin und die machen es sehr speziell. Ich finde es extrem gut gecastet und mir gefällt das Bühnenbild total. Ich finde es unlässig. Es war für mich grandios gewesen, jede Szene, all die Lieder wieder mal zu hören. Und ich habe es super gefunden, super Darsteller, also top, top, top. Und du hast es das erste Mal gesehen? Ich habe es das erste Mal gesehen, ich bin auch überrascht. Ich finde es super, ich kenne all die Lieder alle. Ich habe bei jedem können mitsingen. Ich habe ein wahnsinnig tolles Erlebnis gefunden, einfach erstens einmal nach all dieser Zeit, den Abend wieder zu geniessen mit all diesen vielen neuen Elementen. Also das Team hat da wieder grossartiges geleistet, dass sie so top neue, moderne Songs, also vor allem jetzt einfach nur Lo und Le Duc gefällt mir ein, was ich wahnsinnig toll finde. Und ich habe gemeint, der Teufel kam im Feuer und nicht im roten Kleid, im roten Kleid. Ich finde es echt cool, dass sie neue Songs reingenommen haben und ja, so alte Songs, die du schon gehört hast, rausgenommen. Hauptsache mein Song ist schon drin.